Danke, danke. Nehmen Sie lieber Ihre Gläser dazu, Ihre Hände dazu, die Gläser festzuhalten, denn Sie haben allen Grund dazu. Wir fangen an mit Musik. Ich begrüße Sie aus dem Hotel Intercontinental in Hannover. Hier sind wir alle, ja, hier sind wir öfter, hier fühlen wir uns wohl. Sollte ich sagen? Nein, wir fühlen uns wirklich wohl. Und was jetzt kommt, ist kein Star aus der volkstümlichen Hitparade, sondern es ist eine Kabarettistin, die in diesem Jahr durch ein Lied, was eigentlich auch kein Schlager ist, aber zum Schlager wurde, Aufmerksamkeit erregt hat. P. Werner mit Kribbeln im Bauch. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch vermisst du doch auch, zu sprudeln vor Glück. Wir haben uns so aneinander gewöhnt, uns bringt nichts und niemand aus der Ruhe. Die Zeit hat uns die Leidenschaft abgewöhnt, sie steht wie das schwarze Paar Schuhe. Irgendwo unten im Kellerregal wartet auf ein Begräbnis. Wir tun so, als wäre das normal. Unsere Liebe steht ab und wird schal. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch vermisst du doch auch, einfach überzusprudeln vor Glück. Wir haben uns so aneinander gewöhnt und daran uns kurz zu fassen. Die Zeit hat uns die Leidenschaft abgewöhnt, wir haben es durchgehen lassen. Für dich sind nicht einfach verpufft, Liebe löst dich nicht einfach auf. Aber unser Gefrierpunkt ist schon länger in Sicht, bloß daran gewöhn ich mich nicht. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch kennst du doch auch, wenn man glaubt, was zu schäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch vermisst du doch auch, einfach überzusprudeln vor Glück. Wir schleichen einander die Katzen um die Beine und wollen doch beide nur das eine.
Merkst du, wie die Leute gleich andächtiger klatschen? Erstmal der Wiedererkennungswert dieses schönen Liedes. Und ich habe das auch schon mal gesagt in irgendeiner Sendung. Nee, in dieser, sage ich es. Das ist eines der wenigen Lieder in diesem Jahr war, wo also eine Stimme quasi viele Instrumente ersetzt. Du kannst richtig gut singen. P. P. Heißt das nun Peter? Warst du in Casablanca? So, nein. So fast so ähnlich. Also es heißt Petra eigentlich. Petra. Mhm. P. P. Werner. So, ja, ich bin so vor 15 Jahren ungefähr abgekürzt worden in der Schule. Das fanden die Freundinnen, Schulfreundinnen immer noch zu lang. Also habe ich das Tra also hinter mir gelassen. Petra. Ja, nach dieser Sendung werden sie dich dann wieder daraufhin ansprechen. Das wäre schon schade. Ich glaube, ich drehe mich gar nicht mehr rum, wenn jemand vielleicht Petra sagen sagt. Sie dann nur noch Tra-Werner. Mhm, also, ja. Solange sie nicht Tralala-Werner sagen, ist es okay. Damit wirst du auch rechnen müssen. Die Showbranche ist hart und die Presse manchmal kennst unerbittlich. Du dich da aus? Ich kenne mich aus, ich bin ein gebranntes Kind. Mhm. Also kein Kind mehr, aber manchmal ein bisschen gebrannt. Mhm. Ich glaube, wir haben vieles gemeinsam, wir wissen es nur noch nicht. Ja, ja. Ich bin gespannt. Hast du auch eine schöne Jugend gehabt? Hm. Naja, also... Weniger, also... Mhm. Ja, ja. Naja, da landen ja dann viele im Showbiz. Also, du siehst dich nicht als im Showbiz gelandet oder so? Doch, eigentlich schon bin ich gelandet. Ich habe ja 89 das erste Mal gedacht, so mit dem Plattengeschäft, das wäre es vielleicht. Damals habe ich diesen Titel Vibesbilder geschrieben, aufgenommen und das war dann auch... Darf ich mal fragen, darf ein Titel Vibesbilder heißen? Stößt er vielleicht nicht erstmal die Frauen ab, weil Vibe drin vorkommt und die Männer denken dann nur, das ist ein Emanzen-Song vielleicht? Das stimmt, das war genauso, aber das hat ein bisschen Würze gehabt und ein bisschen Pfeffer. Es gab natürlich ein paar Musikredakteurinnen, die fanden, das sei frauenfeindlich. Ach nee. Aber das finde ich ganz, eigentlich ganz gut, wenn so ein bisschen wenn überhaupt was bewegt wird. Ja. Ja. B, du gehst also viel durch Theater, bist im Augenblick mit einem Soloprogramm unterwegs, also eigentlich das ganze Jahr, bis auf die freien Tage, die 300. Und... Was machst du den ganzen Abend alleine? Ich denke mal mit einem Pianisten oder Gitarristen oder Klarinettisten wie hier gerade. Pianist. Das ist zwar ein Englischhorn, aber es macht ja nichts. Was ist das? Ein Englischhorn. Ein englisches Horn. Ja, ich kenne nur deutsche Hörner. Ja. Die sind lauter und klingen etwas primitiver. Ja, du siehst dich nicht in der Stimmungsmusik angesiedelt. Mit doch, eigentlich schon. Also die Kabarettprogramme sind recht unterhaltsam und wenn man so will, ist es natürlich auch Stimmungsmache. Ja. Auch wenn man satirische, ironische Texte hat, denke ich, möchte ich schon auch die Leute unterhalten. Aber unter Stimmungsmache kann man doch auch verstehen, eben Stimmungsmache. Das kennen wir aus dem Politischen. Ja, die Stimmung ist immer gut. Ja, ja. Nicht jetzt Rumtata-Leder, wo man so in die Hände klatscht und so. Mhm. Aber du bist im Moment, fühlst du dich so zwischen zwei Stühlen? Das eine, die engagierte Kabarettistin. Darf ich mal fragen, was so deine Programme sind, die du so machst? Ich habe leider noch keins gesehen, demnächst werde ich dann reingehen. Auf wen hackst du rum? Auf uns oder auf euch selbst? Ja, also mir liegt eigentlich der kleine Mann und die kleine Frau am Herzen. Das heißt, also ich hack auch sehr gern auf mir selber rum. Mir ist eigentlich lieber das gesellschaftskritische, gesellschaftspolitische Kabarett, als dass jetzt Politikernamen fallen müssen. Nee, das muss nicht sein. Ich meine jetzt, welche Zielgruppen gehst du an? Also den kleinen Geist, die kleinen Bürger oder lobst du sie? Es sind ja im Kabarett doch immer wieder dieselben Themen. Also ich denke, vor 50 Jahren war das sicher nicht anders. Ich glaube, dass ich Kabarettisten natürlich auch immer ein bisschen als Moralisten verkaufen. Und da ist ein bisschen was dran. Natürlich versucht man das ohne den Zeigefinger zu machen. Ja. Und meine Programme sind sehr musiklastig. Also es ist eigentlich Musikkabarett in der Tradition von Georg Kreisler. Solche Sachen. Den kenne ich persönlich. Bei mir ist es so, wenn ich zu viel laber, dann schlafen die Leute mir unter den Händen weg. Und das ist Sissi, unser Playboy-Bunny. Ja. Kommen solche auch in deinem Programm vor? So? Nö. Nee, nicht. Noch das nicht. Ist auch einmalig, ja. Mensch, toll. Ich geh schon mal nach hinten. Also, ja. Ja. Ich wollte mal gerade drauf hinaus, ob du vielleicht so eine Emanze bist, was wir darunter verstehen. Da bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, nicht? Also, ich lasse mir schon gern mal die Autotür aufmachen und mir den Mantel helfen. Von daher bin ich da leidlich emanzipiert. Oh, das ist doch völlig normal, aber ich meine, wenn man zum Beispiel so Witze über Frauen macht, über blonde Frauen. Mach doch mal einen, so dass ich das Beispiel. Mir fällt im Moment keiner an. Es gibt jetzt die sogenannten Blondinenwitze. Ich kenne auch keinen, aber im Grunde werden die dann immer so ein bisschen als doof hingestellt.
Und nun weiß ich nicht, ob das Realsatire ist oder ob das wirklich nur, dann suchen sie wieder die Ostfriesen raus, dann suchen sie wieder, naja, es ist auch so, es ist ja eigentlich jeder Mensch, das wäre so, ist ja, jeder Mensch alleine ist eine Randgruppe, nicht? Ja, also. Also ich meine, das ist schon so, wir haben vor 2 Jahren haben wir in Mainz gibt es immer dieses Open Ohr Festival, das kennen Sie sicher auch, da haben wir gespielt mit dem damaligen Kabarett-Duo, was ich gemacht habe, mit der anderen Frau zusammen, der Sibylle, das Duo PS, und dann hieß es im Nachhinein, oh, ist alles so toll angekommen, ein Zelt extra von Frauen für Frauen, wunderbares Programm, sollten wir es im nächsten Jahr wieder machen, und dann sagten die verantwortlichen Herren, also im nächsten Jahr sollten wir mal was für andere Minderheit machen. Dritte Welt oder so. Also von daher muss man schon sagen, dass man den Rand trocken kommt hin. Ich kann zum Beispiel typische Frauencafés nicht ab, weil ich da nicht rein kann. Nee, also mir geht es mit meinem aktuellen Programm auch so. Da fand also die Frauenbeauftragte der Stadt Stuttgart, dass man das Programm jetzt nicht in Stuttgart spielen kann, von Frauen für Frauen, weil da ja ein Mann auf der Bühne ist, also der Pianist. Und das geht mir wirklich zu weit. Hättest du dem nicht ein paar Klamotten anziehen können? Vielleicht wäre das noch der letzte Versuch, ja. So kann man sich da eigentlich reinschleichen. Aber das ist natürlich, ich finde, diese Fronten sind ein bisschen hart. Denn das, denke ich das hat ja auch irgendwo was damit zu tun, die Männer total auszuschließen, außer beim Fortpflanzungsakt. Ja. Und sonst sind sie außen vor. Das finde ich ungerecht. Man sollte also uns auch mal mitnehmen in eine Kneipe oder so. Ja. Ich finde, man... Denn wenn man sich als Mann immer nur benutzt fühlt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber es gibt doch jetzt diese Männergruppen, da kannst du dich mal vielleicht einklinken, ein bisschen aussprechen. Ich habe keine Probleme mit, nee, habe ich gar nicht. Aber mich interessiert es nur, weil ich ja offen sein muss nach allen Seiten. Ja? Mhm. Und ich würde nie in eine Männergruppe gehen, jede Kneipe ist im Grunde eine Männergruppe, außer unsere Weiber kommen rein und holen uns raus. Männergruppen haben wir genug, wenn man mal morgens auf die Flughäfen geht. Diese armen Schweine mit ihrem Koffer da, nicht? Das sind alles die erfolgreichen Manager, werden morgens losgeschickt und abends müssen sie mit Aufträgen wiederkommen. Die haben es auch nicht immer leicht, ja? Du, die Karrierefrauen haben es bestimmt auch nicht sehr viel einfacher. Es soll ja ein paar geben. Jetzt im Augenblick ja so die Welle der Loser an ihrer Seite, der Kofferträger, heißt es ja immer so. Mhm. Da suchen sie jetzt die Frauen raus, die es zu was gebracht haben, also die berühmter sind als die Männer. Meine Frau kann das nicht behaupten. Ja. Und die dann eigentlich so die Blödmänner sind und aus dem Napf fressen. Obwohl, die können ja natürlich diejenigen sein, die den Mann gemacht haben, umgekehrt genauso, nicht? Wie bei wie heißt es, Hildegard Knef mit dem geschenkten Paul und so weiter. Dass einfach die Männer auf einmal zu Blödmännern degradiert werden. Ja? Tragisch. Das finde ich entsetzlich für uns und da wehre ich mich gegen, ja? Ich hatte auch mal ein Verhältnis, das war so entsetzlich, da hat also die Frau die Knete dran geschafft und ich musste den Haushalt führen. Ja. Also mein Mann ist da ganz glücklich mit. Naja, ich meine, so beim Frühstück, da hat sie immer hinterm Tisch gesessen, mit der Zeitung geraschelt, das muss ein Mann ab. Ja. Wenn ich am Kochen war, hat sie manchmal ihre dreckigen Socken in die Suppe geworfen. Das einzige Mal, wo es überhaupt geschmeckt hat. Ja. Dann hat sie mich körperlich benutzt, wann es ihr einfiel und wie es ihr so in den Sinn kam. Ich war manchmal noch nicht mal mit der Treppe fertig. Dann müssen wir noch die Kinder machen. Diese Hosenscheißer. Nur die Brust geben, das war noch nicht drin. Ja. P, wir haben jetzt, und den wollten wir ganz schnell holen, damit es zu einem Gespräch kommt. Im Moment hast du ja nur geredet. Ja. Ich bin immer so. Ja, das ist ja noch die ganze, das ist der Preis dafür, dass man seinen Hit singen darf. Man muss die volle Stunde hier ausharren. Ja. Habe ich schon auch gedacht, da muss man auch immer spritzi-witzi sein bei dir. Ja, gell? Das gehört ja auch noch dazu. Mhm. Zumindest besser sein als ich muss man dann und so. Das schafft man nicht. Ja. Ja, das schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht. Siehst du, das ist schon wieder diese Frau als Beutetier, das schaffe ich nicht. Ja. Wir haben jetzt den absoluten Obermacho von RTL. Plus seiner ganzen Sendung, die er macht. Er kommt gleich, leibhaftig. Sie kennen ihn nur
als den Herr der 1000 Frauen und Punkte Städte ein Spiel, was nie einer begriffen hat. Auf der anderen Seite ist auch zu bedauern, er muss die Tortenschlacht mit Heller machen. Er ist hier, unser lieber Hugo Egon Balder. Hugo, heute hast du ein ganz anderes Outfit. Du trittst doch sonst immer so im Smoking auf. Weil hier Schilder hangen, no smoking, und deswegen hast du die Jacke. Ja. Nee, also Smoking ist ja schon lange nicht mehr, nicht? Ist ja, du hast die Sendung lange nicht mehr gesehen, Karl. Ich habe sie nie gesehen. Man hat mir erzählt, ich habe Fotos gesehen. Ich sitze manchmal im Flugzeug und blätter. Kennst du Hugo? Ja. Ja, das reicht schon. Ja. Hugo, du hast da nun ein fürchterliches Image, manchmal. Alle sagen, das liegt daran, dass du also immer, also diese Verführungen, wie ist das aber in so einem Studio, erzähl mal, wie ist das, wenn man, das macht ihr morgens um 7, fangt ihr an zu drehen in Mailand. Nee, das stimmt nicht, wir fangen um 5 Uhr morgens an. Also, nein, ich meine jetzt nicht, was im Hotel ist, ich meine die Dreharbeit. Nein, im Hotel machen wir es ganz anders. Also, es geht damit los, dass wir, also unser Team. Ach, ihr habt ein Team? Wir haben ein Team. Ja, auch alles Frauen? Alles Frauen. Ja. Wir fangen morgens um 5 Uhr an im Hotel. Wir machen das Ganze in Mailand. Mhm. Fangen um 5 Uhr an, verkleiden uns als Mönche und erschrecken Hotelgäste. Ah. Morgens um 5. Und dann... Also ich kann darüber lachen. Ich bin wohl der Einzige. Ja. Nee, also wir erholen uns dann irgendwann und fangen um 14 Uhr an zu produzieren mit dieser wahnsinnig erotischen Sendung. Man nennt dich Herr der Möpse. Du hattest doch früher nur 3 Pudel. Oder Yorkshire, diese Nuttenfifi oder was. Es ist alles Quatsch, was du erzählst. Ja, aber es ist unterhaltsam. Ja, es ist klar. Ja. So, nee, also es... Geht dann um 14 Uhr richtig los, ja? Und wann bist du fertig? 3 Minuten später. So, ja! Das ist wie bei dir, nicht? Also bei Karl Dahl dauert ein Orgasmus 45 Minuten. Wissen Sie nicht? 30 Sekunden Vorspiel und dann ist er die restliche Zeit ohnmächtig. Nein, bitte nicht. Man hat mir den aufgedrückt. Nein, man hat ihn mir aufgedrückt. Ich wollte ihn gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass ihr euch glänzend unterhaltet. Ja? Ehrlich? Ja. Ist das jetzt so Männerhumor schon so? Ist das schon, nicht? Das ist schon richtig schön deftig. Ja? Mhm. Du hast das aber alles verstanden. Okay, dann kann man ja noch deutlicher werden. Ja. Nee, ich muss ja aufpassen. Ich bin ja sehr verkannt. Verklemmt? Achso. Guck mal, er erschrickt sich vor schönen Frauen. Nein. Ja. Nee, ich bin ja sehr verkannt, Karl. Also... Ja. Du hast ja früher auch mal als Schauspieler beim Schiller-Theater gearbeitet. Schiller würde sich im Grabe umdrehen. Ja. Also. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also was ich heute mache, ist mir lieber. Ja. Ja. Ja, ja, ist ja gut. Ja. Jeder macht das, wo er sich am wohlsten fühlt. Eben. Ja. Nein, ich habe früher so Stücke gespielt wie Die Ermordung des Ajas oder Vom Diskurs des Holzhackens. Können Sie sich vorstellen, dass das, was ich heute mache, mir lieber ist? Ja. Ja. Nur hacken? Ja. Also ist ja überhaupt nicht wahr. Naja, manchmal. Nein, es ist... Ihr habt ja auch Pausen, entschuldigt bitte, ja. Es gibt da gesetzlich vorgeschriebene von der... Gewerkschaft vorgeschrieben. Das fällt ja Quatsch, was du erzählst. Ja, ja, stimmt, aber es trägt zur Unterhaltung bei. Ja. Pass auf, wir drehen das Ding in Italien, ne?
Aus welchen Gründen eigentlich? Das kann ich dir sagen, weil die Italiener die Frauen nahmen mit den schärfsten Figuren. Oh, das ist interessant. Ja. Das geht, wer klatscht denn? Da ist eine Italienerin hier. Das ist ja, nein, es war ein Italiener, der eine Deutsche geheiratet hat. Nee, und das machen wir da und da ist das alles ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, es läuft genauso ab wie in deiner Sendung, also wie hier jetzt zum Beispiel, stinknormal. Also man kommt raus und man sagt was. Ich mache keine stinknormale Sendung, entschuldige mal bitte. Was ich mache, das ist hoch. Also wenn ich da so reingucke, finde ich das nicht. Du meinst die Leute hier? Ja, ja. Die Frau oder ein Bademantel? Ja. Okay. Dafür kann das ist lichttechnisch ganz schlecht. Mit den Bademänteln hattet ihr es ja auch mal, nicht? Da wurden immer so Dinger reingeflimmert, ja, weil da Werbung drin war oder so. Ja, war neuere Wü drin, die musste raus dann. Mhm. Hier nicht. Nee. Ja, da musst du mal flimmern, das ist immer so ein Problem, nicht, wenn man sowas macht. Dann stell dich mal vor, du hättest direkt auf deinem Gesicht dieses neue Revue-Schild. Gerne! Ja. Dieses Flimmern. Dieses Kribbeln im Kopf, ja. Wenigstens was Interessantes, nicht? Dieses Kribbeln im Kopf, was man Liebe nennt. Wie hat er dieses Lied gesungen, wenn du dich überhaupt daran erinnerst? Ich weiß. Was? Das ist ein sehr schönes Lied. Ja. Siehst du, er kommt noch ein bisschen aus der alten Zeit, als er noch engagierter Schauspieler, Kabarettist war, Pianist auch, nicht? Ja, aber singen tut er immer noch, ne? Ja. Also versucht es zumindest. Ich hab's jetzt gar nicht so böse gemeint. Nein, nein, aber ehrlich. Also wenn du aus deinem Mund klingt das gut, wenn er es gesagt hätte, wäre es anders gewesen. Nicht? Er hat ja auch dieses Lied gesungen, Erna kommt, ne? Genau. Und als er kam, war der Fit vorbei. Kann nichts dran ändern. Bei mir ist wenigstens eine gekommen. Das, ne? Ja. In deinem ganzen Leben wohl nur eine. Immerhin etwas. Besser als gar nichts. Da sagst du was. Da sagst du was, Gevatter. Ja, Karl. Musst du dich eigentlich immer verteidigen für das, was du machst? Ja. Ja. Und du hast da schon auch, wie ich merke, so eine gewisse Rhetorik drauf, nicht? Ja. Wenn du verstehst, was ich mit Rhetorik meine. Das war ein Fremdwort. Hat das was mit Religion zu tun? Ja, so in die Richtung. So was. Ich hab da so meine Religion drauf. Ach, du bist das. Nee, aber ich meine, ist klar, man muss natürlich immer, wenn man, man wird ja immer auf diese Sendung angesprochen. Ich meine, wenn ich jetzt hier wäre als der Moderator der Sendung, wenn Steine sprechen, würde kein Schwein interessieren, oder? Mach weiter, Junge. Aus der Nummer musst du selbst raus. Ich weiß. Nein, ich wollte damit einfach nur sagen, dass so eine Sendung doch sehr interessant ist. Kein Schwein sieht sie, jeder kennt sie. Das ist im Gegensatz zu dir. Jeder sieht sie, keiner will dich kennen. Genug von mir, reden wir doch mal von dir. Ja, was soll ich denn von mir reden? Interview mich mal. Oh, das ist schön, ja. Ich möchte jetzt, dass ihr beiden mir Fragen stellt. Es gibt keine Tabus. Auch nicht oberhalb der Gürtellinie. Dann darf ich mal anfangen. Du hast bitte in jeder Sendung, also ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, zweimal gesehen, bin ich reingerutscht. Ich weiß. Da hast du immer diese schweinsledernen Westen irgendwie an. Schweinsledern ist ein gutes Stichwort, sag mal. Was ist es? Ja, Morning Sky. Mhm. Ist es so dein Outfit? Mädel, ich habe keine Probleme mit der, hier, wie sagt man, Figur, wohl ein bisschen. Und deswegen, man sieht nicht, dass ich also leichten Ansatz habe. Und die Dinger trage ich schon seit fast 7 Jahren vor der Kamera. Und ich möchte nicht unter den Stress kommen, meinetwegen so wie Tommy Gottschalk, alle Monate damit so neuen, mit so einer Affenhose rauszukommen. Außerdem sind sie bequem, wenn ich unterm Achseln transformiere, dann sieht man das nicht. Das geht also direkt in die Jacke, die hat also, das ist so wie bei euch Silikonbeutel. Bei wem? Bei euch Frauen. Ach so. Ja. Wie diese Tennisbälle von Brigitte Nielsen. So, ja. Und so sammelt sich dann, sammeln sich die Abwässer und dann werden sie direkt gleich also ausgeschenkt hier.
Jetzt du, Hugo. Jetzt du, Hugo. Nee, du hast genügend Zeit, dir eine Frage zu stellen. Nee, also nee. Ich möchte heute mal getalkt werden. Das ist eine tolle Idee. Jetzt komme ich drauf. Jetzt werde ich gefragt. Ja, was soll mir dazu noch einfallen? Ich meine, alle Miesigkeiten dieser Welt sind in dir vereint. Es ist keine Frage, das war eine Feststellung. Ja, ich bin ja gerade am Repetieren. Ich überlege mir ja gerade eine Frage. Repetieren. Er meint, er lebt mit Schlangen zusammen, mit Reptiltieren. Nein, Karl, was mich an sich schon immer bei dir interessiert. Ja, bitte. Warum? Warum nur warum, hat schon Udo Jürgens gesungen. Warum nur warum muss das alles geschehen? Antwort. Was denn, warum? Jetzt muss ich mal nachhaken, jetzt muss ich mal ganz eiskalt nachhaken. Warum ich das mache? Das ist eine intellektuelle Frage von mir. Warum? Wie hast du die Frage verstanden? Ich bin hier, das ist wie... Ich habe sie im Sinne von weshalb verstanden. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das ist ja. Es. Karl... Ich sitze hier auf dem lauwarmen Stuhl. Ach, Stuhl bist du auch noch. Ach nö, das war ein bisschen zu tief in der Kiste. Doch. Nein, ach, nein. Aber bitte, entschuldige dich bitte. Nein, Karl, bitte, ich kenne dich lang genug. Du kannst es nicht mehr verheimlichen. Ach so, okay, ja, bitte. Ich bekenne mich. Weshalb ich das mache, was ich so mache? Nehme ich an, dass Hugo meint, ja. Möchte er. Was meinst du, weshalb er so blöd ist und diese Frage gestellt hat? Weil ihm nichts Besseres einfällt. So, das ist klar. Genau. Nein, ich meine, es ist ja wirklich wahr, dass der Karl, also der Herr, der neben mir sitzt, ist ja einer der wenigen, der es versteht, mit seinen Gästen wirklich so umzugehen, wie sie es verdient haben. Nicht? Ja, aber wie? Und ich bin doch lieb. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ah, ja, klar. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur ein eigenes... Das meine ich ja damit, dass du immer auf den Kern kommst, auf den Punkt kommst. Zum Beispiel bei mir jetzt. Also ich kann jetzt nur von mir reden, P. Entschuldige. Ich komme jetzt hierher als völlig unbedarftes Blatt. Ich bin schüchtern. Ich bin ein Mensch, der... Noch warten mal... Wenn du bin ein Mensch, der normalerweise sehr introvertiert ist und der sehr leise ist und dann kommt Karl. Ich würde mich mal interessieren, wenn ich eine Frau wäre, ob ich dich anbaggern würde. Das würde mich mal interessieren, aber ich bin ja keine. Deswegen muss ich mal die P fragen, ist das Mann... Wenn du eine Frau wärst, würdest du mich anbaggern. Also ich als Frau muss jetzt sagen, du bist einfach nicht mein Typ, nicht die Bohne. Siehst du, da hast es. Du bist auch, als Frau auch nicht mein Typ. Das habe ich mir gedacht, ja. Du rauchst sonst immer so viel. Ja, hier ist kein Aschenbecher. Aber hier sind so Löcher drin, guck. Ja, der ganze Raum ist ein Aschenbecher. Nein. Nee, das macht man nicht. Bunny bringt dir sicher gleich einen Aschenbecher. Ja, weil ich weiß, du fängst schon an zittrig zu werden. Er hat so eine Art Nikotin. Das hast du schon mal zu mir gesagt, vor langer Zeit. Ja. Mhm. Und wie kommst du so hin, du, diese schwarzen Zigaretten? Siehst du, sie bringt dir einen Aschenbecher. Danke, das ist nett. Danke, das war nett. Danke. Wieso, wie komme ich hin? Wie komme ich hin? Wie kommst du so 10 Minuten ohne Rauchen aus? Ja, bis jetzt geht's noch. Ja, irgendwann kannst du noch ein bisschen zurückhalten. Ja, ja. Dann du rauchst jetzt aber so Stumpen. Was rauch ich? Stumpen. Nein. Ich habe dich vorhin mit dem Stumpen gesehen. Den habe ich nicht mit, die Packung geht hier nirgendwo rein. Ach so. Was rauchst du denn für eine Sorte? Eigentlich die Sorte wollen wir nicht sagen. Rauchst du auch? Nee. Ich mach das immer so. Ah, so schwarze aber, ja. In der Zeit, wo du ansteckst, kann ich mal einen Schluck nehmen, du auch? Ja. Was trinkst du denn eigentlich? Ich trinke einfach Sekt. Ne? Sekt, ja. Das geht am schnellsten, ne? Ja. Du meinst in die Birne, oder wie? Ja, da fängst du an. Also, ja. Pilz dauert halt, von wegen Zapfen. Ach, Zapfen. Oder wie? Wird ja nicht gezapft. Hier ist ein Primitivgetränk, sage ich einfach immer. Aber noch die bessere Alternative, um schneller besoffen zu werden, muss man noch was da drauf nehmen, ne? Trinkst du in deinen Sendungen eigentlich auch, so wie ich? Bist du auch immer so besoffen, so wie ich? Das geht aber so. Aber zwei heller von Sinn, da säufst du mehr als in deiner eigenen Sendung, nicht? Weil du da die Nummer 2 bist. Ja. Heller hat dir mal einen offenen Brief geschrieben in der Emma. Hat sie dich fürchterlich zusaugt, einmal die Wahrheit gesagt. Und trotzdem arbeitet ihr weiter zusammen. Ja, sie hat mich ja vorher angerufen. Hat gefragt, ob sie das schreiben kann. Wieso? Habt ihr in der Wohnung, in der WG verschiedene Telefone? Nein, wir wohnen zusammen. Ja. Ach, die hat dich angebrüllt. Ja. Ja, so kann man es auch nennen, ja. Nee, also mit Heller ist das ja alles kein Problem. Wir
sinnvoll. Du hast auch keine Angst, dass sie dich irgendwie anmacht oder so, ne? Es muss ein herrliches Arbeiten sein. Was meinst du, was ich für Probleme mit unserem Bunny habe? Das glaube ich auch. Nee, also Frauen wollen ja immer geheiratet werden. Also, nicht. Aber also Hella ist für mich der Ausgleich zu Tutti Frutti. So kann man das sagen. Nicht? So dieser. Das muss ich mir mal überlegen, was er damit gemeint hat. Tutti Frutti ist eine Erotik-Sendung. Kann man doch sagen. Und Hella ist der Ausgleich. Das war nicht sehr charmant, Herr Balder. Nein, 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 nein. Nein, das ist ja, du hast das wieder völlig falsch verstanden. Wie immer. Wie immer. Wie eine Frau. So. Nur zu. Also das in Tutti Frutti, das ist ja im Grunde genommen nicht sehr hochtrabende, niveauvolle Unterhaltung. Das weiß doch jeder. Eben. Und Hella von Sinn ist einfach für mich dieser intellektuelle Ausgleich dabei. Nicht? Weil sie ist einfach eine intelligente Person, deswegen kommt sie auch nicht her. Ihr kriegt doch immer hinterher diese Torten in die Fresse. Ja. Also du in die Fresse und sie in ihr Gesicht. Ja. Und dann wobei die, Treffquote bei ihr einfach größer ist. Das ist anatomisch einfach. Ja. Und dann gibt es in dem Studio nur eine Dusche. Ja, ja, weiter? Ja. Ja, da komme ich nie rein, weil ich keinen Platz habe. Ja. Halbes Hemd da. Ja. Ja, ich kann nicht. Also, es gefällt dir nicht, was er jetzt gesagt hat, nicht? Hier, es ist gut, ist gut. Ich möchte dich aus der Reserve locken. Ich weiß nicht, wo du stehst. Mach noch ein paar solche Sprüche, dann haben wir Stimmung in der Bude. Ja? Noch so ein paar Macho-Sprüche, Alter. Da geht die P. Werner hoch, mehr als Ilse Werner. Ja. Das will schon was heißen. Ich der Eins, ja. Das will schon was heißen. Nee, aber ich meine, jetzt um diese Debatte. Frage, die sie gar nicht gestellt hat, mal beantworten so, zu können. So was, ja. Ja. Es ist ja alles nicht so, wie man glaubt. Ich meine, es ist ja alles dieses Showbusiness, das Große. Und wir mögen uns ja alle, das wissen Sie wahrscheinlich auch alle. Und diese verlogene Branche, ich kann es nicht mehr hören. Die liegen sich manchmal in den Armen, um sich so eine Zigarette am Rücken auszuprobieren. Nicht nur da, nicht nur da. Ja. Ja. Ja, ja, jetzt hängen wir irgendwie, ne? Du wohl, ich nicht, kann das nicht sagen. Neue Pläne, Hugo Egon. Hugo Egon ist doch, Egon ist doch ein Witzname, so heißt du doch nicht. Egon, der Name ist vor 60 Jahren, das letzte Mal vergeben war Egon. Ach Egon, hab ja nur was, Hugo zu dir. Also nee, ehrlich du. Also das ist wirklich, du, wenn ich dich sehe, du, oh ey, du, also. Jetzt habe ich ihn mal neben mir und bin sprachlos. Ey, oh no. Du machst hier vielleicht den Larry doch. Ja. Ja. Andere Pläne, ist das nun alles gewesen, diese beiden erfolgreichen Unterhaltungssendungen, oder hast du noch irgendwo was dich bewegt, was du nochmal machen würdest in Zukunft? Irgendwas, was alle erfreut, wo jeder was von hat? Auch ich. Ich weiß, dir fällt nichts ein. Ich antworte für dich. Ja. Mhm. Jo. Ich mag das, wenn das so durchhängt. So. Ja, es ist so schön, wenn es ein bisschen zieht. In der Zeit hat man auch also Zeit, sich so ein bisschen auszuruhen und so. Man guckt den Himmel. Guckt sich die schönen Lampen hier vom Interconti in Hannover an. Da sie nicht über den Tisch hängen, stellt man sich so vor, wenn die jetzt so runterkrachen würde. So. Solche Gedanken kommen einem so auf. So. Da oben sehen wir. Ah! Da sieht man sich selbst dabei. Nee, es ist schön so. Es macht eigentlich unheimlich Spaß, das Ganze. Und
Wir können ja auch nichts anderes, nicht wahr? Wir können uns so ein bisschen mit dem Publikum unterhalten. Mit dem Publikum? Zum Beispiel, was macht denn ihr so? Ja, was macht ihr aber so? Aber bitte jeder nacheinander, fangen Sie an. Was macht ihr so? Im richtigen Leben, meine ich. Ja. Großer Haufen klein. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Also es war nicht besonders witzig, wenn das ist, was ich verstanden habe. Aber du kannst gerne mit einem Mikrofon runtergehen. Ich gehe mal zum Beispiel runter. Das mache ich jetzt mal für dich. Denn ja, ich, bitte. Es ist immer noch meine Show. Immer noch meine Show. Ihr könnt euch mal wieder einen anrauchen in der Zwischenzeit. Gnädige Frau, muss ich mal fragen, gnädige Frau, was machen Sie denn so? Gnädige Frau? Achso, Entschuldigung. Ja. Gnädige Frau, was machen Sie so? Ich bin hier in Hannover, tätig als Antiquitätenhändlerin. Ah ja, deswegen haben Sie auch Ihren Mann mitgebracht. Ja. Bitte. Der ist nicht verkäuflich. Ja. War das schon ein Wurmstich? Nein, nein. Okay, du bist auch Antiquitätenhändler? Nein. Was machst du denn? Eine Ausbildung als Siebdrucker. Siebdrucker? Ich bin Schriftsetzer, ich habe auch Drucker gelernt. Grüß dich, Alter, Mensch. Ja, Wahnsinn. Hast du dein Sieb dabei? Nein, nicht. Das habe ich zu Hause. Weißt du, wenn du etwas größer bist, weil wir haben ja mal gesagt früher, wenn du dann mit dem Ding arbeitest, ich hab dich, Sieb. Ich siebe dich von ganzem Herzen. Meine ganze Siebe gehört dir. Darf ich mal fragen, bist du mit dem Mann alliiert? Ja. Mit dem Typen? Ja. Bin ehrlich jetzt mal. Ja? Ja. Okay, ich kondoliere, das finde ich toll, Mensch. Und wie ist er so? Sieb. Du lachst immer dabei, ja? Ja. Der ist ja noch in der Ausbildung, aber du arbeitest schon, nicht? Nein. Ist er noch zur Schule? Ja. Ja, was machst du denn für eine Schule? Realschule. Realschule. Ja, es geht bis zur 10. Klasse, dann bist du runter. Da bist du ja noch ein junges Ding, nicht? Was machst du denn so? Was machst du so? Ich mache Schuhorganisation. Schuhorganisation? Viel von der Branche hier. Jimmy heißt er, den kenne ich. Ja, so habe ich jetzt alle gefragt. Reicht dir das, ja? Ja, ist okay. Ist okay, bist du zufrieden jetzt? Noch nicht, aber... Soll ich noch mal den kleinen Mann von der Straße fragen? Geh doch mal irgendwie mehr so auf die Rentnerbank. So. Auf die Rentnerbank? Auf die Rentnerbank? Ja, da muss er ja herkommen, das ist ja... Ich werde mich doch nicht mit Gleichgesinnten unterhalten, ja. Ich fand das schon mal gut. Das macht mich so sympathisch, wenn man mal runtergeht zu den Leuten. Ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn ich so runtergehe. Wer macht das schon? Ja. Ja. Karl, da kann ich nur sagen, Hut auf. Jetzt würde ich gerne was trinken. Das war unheimlich hart, das Arbeiten mit diesen Leuten. Also toll. Also wie du das machst, diese Spontanität, du bist so normal. Ja. Normaler geht's nicht. Ich möchte jetzt doch noch ein bisschen was wissen von dir, Hugo. Hast eine Schallplatte besungen, die wir leider heute nicht hören können? Das ist wieder typisch, weil du deinen eigenen Dreck nachher singst. Ne? Mach ruhig weiter so das. Ja, Karl Dahl singt nachher den Titel O Wattenmeer. Ist das nicht komisch? Nee, wirklich. Nee, ich muss mal sagen, das ist eine Riesennummer, ehrlich. Wie meinst du das? So ein Lacher. Nee, toll, ich bewundere dich, wie du da kommst du der ganze Frust eines erfolglosen Schlagersängers raus bei dir, ja? Ich habe vor kurzem gelesen, Schlager sind frauenfeindlich. In der ich Zeitung. Dachte, Schläger. Vielleicht war das auch ein Druckfehler. Das kann sein. Ja. Also. Ja. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Nein, ja. Ich habe keine Frage mehr, denn jetzt kommt unser dritter Gast. Sie kommt aus Hannover, ist weltberühmt durch Videos. Und Video. Videos. Ja, und sie hat noch spontan zugesagt, weil ein lieber Freund heute Schnupfen hat. Und sie ist hier ganz heiß gerade aus der Maske gekommen. Ja. Teresa Orlowski.
Hast du ihn gefragt, darf ich mich an den Tisch setzen? Ist doch klar, wohin denn sonst? Unter den Tisch. Also unter den Tisch nicht. Teresa Orlowski, ich nehme an, dass der Name nicht unbedingt aus Hannover kommt, nicht? Nee. Woher kommst du? Herkunft? Ja, ich bin geboren in einem ganz kleinen Dorf bei Breslau. Und mein Name kommt von meinem Ex-Mann. Ach, du warst mal verheiratet mit einem Ex-Mann. Ja. Das erste Mal, ja. Und zweites auch. Ja, Mutter Teresa kann man nicht sagen. Hast du ein Kind? Doch schon. Ja, ja. Also ich bin Mutter, ich habe einen Sohn, der 17 Jahre alt ist. Oh, hast du mit 13 angefangen? Nein. Ja, jetzt kann man nachrechnen, das ist ein Fehler. Ich habe auch was 17-Jähriges zu Hause, aber beim Mann ist das natürlich was anderes. Ja. So. Und die andere Mutter Teresa? Ja, ich helfe sehr vielen Menschen. Und das Verdienstkreuz, gibt es da was in Deutschland noch für mich übrig? Von mir, ja, weil du sehr viele entspannst, habe ich mal gehört. Ja, ich mache sehr viele Leute glücklich. Das stimmt. Ist das wirklich stimmt. Glück, wenn man sich aus dem Regal so eine Video ganz preiswert. In der Masse, ja. Ich denke, die Deutschen sind ein bisschen zu steif und das Problem fängt damit an. Ja, das ist ja nicht gut. Alle, es gibt super Ausnahmen. Es gibt super Ausnahmen und ich helfe schließlich auf die Sprünge. Ja. Aber denke, wenn du sagst, dass die Deutschen steif sind, dann brauchen sie ja solche Dinge nicht. Ist das nicht so ein Ersatz für manchmal so Leute, die Ladehemden nicht... Jetzt, dein wahres Ich kommt jetzt raus. Die wissen, die also, ich meine, bei der ganzen Aufklärung mit Oswald Knolle fing es ja schon an. Aber es hat sich doch eigentlich nichts geändert, nicht? Ja, das meine ich auch, ja. Wenn ich die Jugend beobachte, die sind noch verklemmter als die Eltern. Und ich denke, die 68er hat doch versagt. Man belügt sich selbst. Also die 68er, das war eine Generation, die also zu Hunderten auf der Matratze gelegen haben und immer nur so rübergehüpft sind. Es hat sich nicht, diese neue Form des Zusammenlebens hat sich nicht positiv verändert. Ja. Hast du denn mit deinen Filmen, wo du zum Teil, hat man mir gesagt, auch selbst... Was sagt man eigentlich? Jawohl! Ich hab's gezeigt, wie es geht. Ja? Kannst du mitmachen? Nein! Das wäre, ich brauche das. Ich brauche den Menschen zeigen. Ich weiß, ich kann das verstehen, dass du die brauchst, aber ohne Kamera. Ja? Ja. Also ganz ernst, wenn du da mal mitgespielt hättest, also nicht gespielt, nur dabei wärst, ja, mitgemacht hättest, also Spielerei kommt nicht in Frage, dann, ich denke, hättest du vielen Leuten auf die Sprünge geholfen, damit dass das vielleicht mehr Akzeptanz findet. Und ich denke, viele Leute denken, nur gehen davon aus, dass Pornografie ist das Schlimmste, was einem passiert kann. Pornografie, ist das eigentlich, also, mir stehen die Schweißperlen. Also, das Wort Pornografie ist schon ein falsches Wort. Jeder weiß, was das heißt und ich finde, die Beschreibung von Huren hat da nichts zu suchen. Was wir zeigen, ist ein Sex, denn du, ich mache alle andere, ich gehe davon aus. Aber ich kann nicht, wenn eine Kamera dabei ist. Ich habe mal gehört, dass die auch unheimliche Schwierigkeiten haben, dass ihr immer mehrere Darsteller in der Warteschlaufe habt. Weil die, wenn auf einmal die Lampen angehen und da gucken 20 Techniker zu, so witzig finde ich das nicht. Also ich bin ein Mensch, der zeigt sich gerne. Und für eine Frau mag das einfacher sein, ja? Aber ja, wenn eine echte Frau ist dabei, da hatte man vielleicht da. Ja. Und das schon ist diese Erziehung, was man als junge Frau hier nicht in Deutschland so genießen kann, wie man für sinnvoll hätte halten können. Würde. Und so viel. Gehabt haben. Also du hast in deinen eigenen Filmen, du bist jetzt Deutschlands größte Porno. 70, ja. Bitte? 71. Größte Porno-Produzentin. Kann man, Porno, darf man das denn sagen? Porno. Ja, okay, einigen wir uns. Also Sexproduzentin vielleicht. Sex und... Schmusenproduzenten. Schmusen? Na, oh Gott. Liebe. Kuschelrock. Ja, okay. Danke. Neulich gab es doch mal so einen Kongress. Das fand ich sehr witzig, dass die Leute, die in dem Bereich arbeiten, als Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen bezeichnet werden. Nicht bei uns. Ich weiß nicht, wo sie das gelesen haben. Ich kann mich in ihre Probleme nicht reintun, weil ich die nicht verstehe.
Damit also, das heißt, ich weiß nicht, welche Kongress Sie auch meinen. Sie haben keine Sexarbeiter unter Vertrag. Also Arbeiter finden solche Quatsch an. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen, finde ich. Wir haben ein paar Leute, die sich gerne zeigen. Und ich habe sehr großen Respekt von den Männern, die bei uns arbeiten. Das sind keine, also selten jemand aus Deutschland, leider. Ich hätte es gerne, aber da hapert ein bisschen an der Mentalität vielleicht an. Weiß nicht, ich habe Erklärung. Kann das sein, dass ich vielleicht so ein Angebot annehmen würde, wenn ich für viel Geld das in China machen würde? Was nützt mir das? Ich habe meine Studie in Hannover. Ja, wenn ich Chinese wäre, würde ich bei dir arbeiten. Ja. Denn du musst mal dran denken, wenn der Nachbar, auch wenn er dann auf einmal freundlich grüßt, vielleicht so ein Ding sich dann abend vorher reingezogen hat. Ja? Aber es gibt dann Wege, die nicht verklemmt, die sagen, ey, den habe ich gesehen. Also die sehen, erkennen ja nicht das Gesicht, sondern wenn ich am FKK-Stand bin, dann... Ich finde das Thema, das ist einfach zu interessant, dass man das nicht einfach so in den Dreck zieht. Ja, denn es ist ein Markt, das ist ein Bedarf. Die Kirche sieht das wohl nicht besonders gerne, weil sie keine Steuern davon kassiert. Und, aber Steuern müsst ihr auch zahlen. Und du hast die modernsten Studios von Europa. Welt, bitte. Bitte? Weltweit. Ja, von Niedersachsen. Also, danke, danke, reicht. Weltweit, also jetzt ist sie die größte Produzentin auf dem Sexmarkt. Mhm. Hast die teuersten und modernsten Studios. Und da wird nur Sex gemacht oder macht ihr auch so tolle Sachen wie wir? Ja, ich hätte es gerne, komm bitte zu uns. Also leider... Muss man da nackend am Tisch sitzen? Ja, also unsere Heizung funktioniert auch. Also wir haben sehr schöne Studien und es ist schade, dass die Menschen sich nicht trauen, zu uns zu kommen. Ich denke, dass das alles so im Kopf so tief alles ist, dass bei uns muss irgendwo alles verseucht oder weiß nicht, wie das noch passieren, also geworden sein. Das ist ein ganz angenehmes Studio, ganz angenehme Atmosphäre. Wir haben auch Leute, die Techniker sind, die Kamera auch bedienen, Regisseure und alle anderen Menschen. Und es ist wirklich angenehm und die ganz anderen Menschen, die gute Sache dort drehen könnten, bleiben draußen. Ich verstehe nicht. Diese Technik vergammelt nicht von Sex, weil die wird immer so schnell überholt. Die ist jetzt gerade knapp drei Jahre alt. Rostet natürlich auch da mehr, wo viel Luftfeuchtigkeit ist. Also ich hätte mir sehr gewünscht, dass ein paar Leute zu uns kommen würden und solche Möglichkeiten ausnutzen hätten. An mir liegt das nicht. Wie viele Filme hast du denn in deinem Leben schon produziert, ohne selbst dabei zu sein, sondern als Produzentin? Also VTO hat, Verlag Drosolowski hat, Werbung davon machen, dass jeder weiß. Wir haben ungefähr 550 Filme im Programm. Ganz super Filme, für manche Frauen auch. Grundsätzlich produziere ich für Männer, das muss ich leider sagen, das ist die Wahrheit, weil ich davon leben kann, also meine Schulden bezahlen kann. Das sind noch 20 Millionen per heute. 20 Millionen Mark Schulden hast du ja noch. Das ist ja weniger als du. Ja. Tauschen wir. Ja. Blatt. Och Gott, weißt du, und völlig normal geblieben dabei, ja? Ja. Ich meine, es wird auch, wenn so viel investiert ist und so viele Dinger da im Umlauf sind, dann werden ja mal irgendwann die Retouren kommen. Das ist doch wie eine Bank, wo es immer kleckert. Also ich meine jetzt... Theresa... größte Sexproduzentin der Welt. Kann man jetzt sagen, weltweit. Jawohl. Ja. Und auch anerkannt, bloß eben noch nicht das Bundesverdienstkreuz. Ich kann dich trösten, ich habe es auch noch nicht. Und ich verabschiede mich heute für immer aus Dallas. Wir hatten 7 Jahre lang, wir haben nicht gezählt, wie viele Sendungen wir gemacht haben, ob es 150 oder 200 waren. Ich dachte mehr 200. Beim lieben Kollegen, ich bedanke mich bei Hugo, bei Theresa, bei P. Wir hatten aber auch einige liebe Freunde, die nicht mehr unter uns sind, zum Beispiel Heidi Brühl, Helga Feddersen, Roy Black. Aber die schauen uns heute oben zu und ich verabschiede mich mit dem Lied, was Hugo schon sagte. Oh, warten mehr. Wir sehen uns dann irgendwann irgendwo wieder. Ciao. We'll be right back.
Friese und das von Kopf bis Zeh. Ich steh auf meinem Leuchtturm bei Hitze und bei Schnee. Ich trampel gern den Deich weich und blick von Kreuz nach Quer mit meinem großen Fernrohr und denk, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Mal ist die See voll da und mal ist die See ganz leer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Da schwimmt die Fidele Makrele hin und her. Und wenn der Fischer voll ist, sind seine Netze leer. Die anderen gehen ins Schwimmbad und schwimmen sich gesund. Doch ich mach viel, viel lieber ne Wattwurmwanderung und frier mir auch das Bein ein, das stört mich nicht so sehr. Ich bleibe hart am Wurm dran und denk, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Mal ist die See voll da und mal ist die See ganz leer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Da schwimmt die Fidele Makrele hin und her und wenn der Fischer voll ist, sind seine Netze leer. Und wenn ich auch nichts fange, das nehme ich halb so schwer. Ich sag nur eins, ich sag nur eins, ich sag, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Mal ist die See voll da und mal ist die See ganz leer, oh Wattenmeer, oh Wattenmeer. Da schwimmt die Fidele Makrele hin und her. Und wenn der Fischer voll ist, sind seine Netze leer. Übrigens habe ich noch nie einen sauren Hering im Meer schwimmen sehen. Die waren alle erst stinksauer, wenn sie bei mir auf dem Teller lagen.